Heute zeige ich euch den Echo Show 8 mit ein bisschen Menüführung, Einstellungen und was sonst noch so alles möglich ist. Wir haben hier den Echo Show 8 der ersten Generation. Seit 2021 gibt es ja schon eine zweite Generation. Wir schauen uns heute mal ein bisschen die Menüführung an, die es hier zum Touch gibt. Also das Gerät lässt sich natürlich ganz normal als sprachgesteuertes Gerät, wie jeder Echo auch, bedienen. Allerdings ist ja hier extra ein Touchscreen dran, dass man da irgendwas machen kann. Der Haken ist nur, so richtig viel ist es nicht. Aber es langt, wenn man hier rüberschubst. Kommt man Kommunikation, Smart, Home, Music, Video, Routinen und Wecker rein. Hier ist nochmal Alexa kennenlernen, was man so ein bisschen machen kann. Was ist Drop-in und so weiter, wird hier nochmal erklärt. Welcher Timer ist gesetzt, mehr dazu, dann kommt man auf die Alexa-Hilfe. Das ist dann aber auch alles eher über die Sprachsteuerung zu regeln. Das Schöne hier ist, dass man hier gleich auf die Videos kommt. Und man hier dann auch die Auswahl hat zwischen Prime, Netflix, YouTube und so weiter, was es so alles gibt oder was halt alles vorprogrammiert ist. Na, da kann man auch noch ein bisschen nachjustieren, wenn man will. Hier unten sind dann schon gleich Vorschläge für irgendwelche Videos und Filme. Und dann kann man sich auch gleich in die Apps selbst einloggen. Der Haken ist gerade bei Prime, also das ist, finde ich, nicht so schön gemacht. Man kann nicht wirklich suchen. Also entweder ich weiß, was ich will und aktiviere es gleich über die Sprachsteuerung, oder ich habe hier echt ein Problem. Also das Suchen selbst ist schwierig. Ich habe hier jetzt nur die Auswahl zwischen Originals, den Prime-Filmen, Prime-Serien und weitere Kategorien. Wenn ich jetzt hier reingehe in Prime-Filme, dann zeigt er mir halt einfach diese Liste hier an. Welche auch immer es ist, ich glaube die meistgesehenen oder die gerade beliebtesten vielleicht, ich weiß es nicht. Und das war's. Also da kann ich durchrollen, mir was aussuchen, wenn es mir gefällt, dann ist gut, und wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt sozusagen. Das ist halt ein bisschen schade, also man kann hier nicht über die Genres sortieren oder sonst irgendwas, das geht alles nicht. Genauso bei den Serien ist das Gleiche. Das Einzige ist dann die weiteren Kategorien. Da ist dann halt eben unter anderem speziellen Sachen wie Drama, Fantasy, Horror und so weiter, ist dann meine Bibliothek, also die Sachen, die ich mir gekauft habe, und meine Watchlist drin. Also wenn ich Schwierigkeiten habe, Filme per Sprache zu aktivieren, was ja mal sein kann, also jeder, der sowas schon mal gemacht hat, weiß, dass es ab und zu mal schief gehen kann. Ich lege es mir halt dann in die Watchlist, oder ich habe es in der Bibliothek, je nachdem, wie es halt dann läuft. Weil hier ist ja auch so, ich kann zwar Western anwählen und dann zeigt er mir auch was an, aber weitere Suche ist dann eigentlich nicht mehr möglich. Also, und es sind auch nicht alle Genres dabei. Es sind bloß ein paar dabei, also die man jetzt hier sieht. Ne, also ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Das ist ein bisschen schade. Keinerlei Suchfunktion. Ähnlich ist es beim Netflix. Gucken wir da mal rein. Das ist ja eigentlich auch die Hauptfunktion von dem Show, dass ich mir halt da was angucke. Wofür habe ich das Display sonst? Und hier gibt es aber schon mal, also das ist schon mal wesentlich besser, hier gibt es die Suchfunktion, und jetzt lädt er sich natürlich noch einen ab. Na, hier sieht man, da weiß man gleich die Tracky-Fans. Und hier gibt es Gott sei Dank eine Suchfunktion. Kann man auch tatsächlich tippen mit dieser Tastatur. Also da schaut es schon besser aus. Das haben sie schon wesentlich besser gemacht. Aber auch hier ist es die Vorsortierung. Also das ist fast so wie in den anderen Apps, also auf dem Handy oder am Fernseher auch. Das ist die gleiche Geschichte hier in grün. Ja, also da, das ist gut gemacht. Amazon leider schlecht gemacht. Finde ich nicht so gut. YouTube ist so eine Sache. YouTube ist keine wirkliche App, sondern ist, wie man schon am Zeichen oben sieht, einfach nur ein Browser, der halt aufgeht. Aber es funktioniert recht gut. Also man kann sich hier auch mit seinem Account einloggen, kann hier auch die Suche durchziehen und so weiter. Der Haken ist nur, man muss sich jedes Mal wieder frisch einloggen, er merkt sich's nicht.
Also er merkt sich leider kein Konto. Man muss jedes Mal sich wieder frisch eintippen. Das ist halt ein bisschen schade, wenn man sein eigenes Konto da haben will. Wenn man jetzt hier im Browser mal drauf geht, dann kommt man auch auf Facebook und Amazon und so weiter. Also das würde alles funktionieren, aber ich denke mal, Browsern auf dem Show, das ist schon ziemlich sinnlos. Ja, das, was man hier gerade gesehen hat, das ist die von oben runter Zielleiste sozusagen mit der Startseite, bitte nicht stören, Helligkeit und den Einstellungen. Und die Einstellungen, das ist eigentlich das Wichtige auch an dem ganzen Ding hier. Es hat nämlich Bluetooth, also das heißt, ich kann Headset verbinden. Hier brauche ich auch die Netzwerkeinstellungen, Bildschirm und Helligkeit und so weiter, was für ein Foto ich haben will vom Hintergrund. Also das ist wirklich nett. Das heißt, ich kann hier auswählen von meinen Amazon-Fotos oder vom Handy oder vorinstallierte Bilder, die da im Hintergrund mal durchlaufen. Also das ist wirklich ganz schön, wenn man es in der Küche stehen hat. Bitte nicht stören, Kamera und so weiter, Kommunikation, das ist ja alles ein bisschen, wie soll ich sagen, flach einzustellen. Ne? Weil Alexa-Einstellungen könnte man sich jetzt viel vorstellen, aber es geht nur um den Kalender und die Fotos. Also es ist alles relativ schmal gemacht. Das meiste muss man tatsächlich über die App einstellen, wenn man da irgendwelche Sachen haben will. Was es hier noch gibt, ist, dass man dann auch in den Einstellungen, jetzt darf ich mich nicht verlaufen, Startseiteninhalte, das ist ganz nett. Das sind Dinge, die dann auch während des Stillstands sozusagen, also wenn man nichts drauf guckt oder sowas, durchläuft. Rezepte, Themen, Benachrichtigungen, so Drop-in, Erinnerungen und so weiter, Foto-Highlights, Bestellungen, natürlich auch die Covid-19-Dinger und Skills und der eigenen. Und natürlich auch die Witze. Die laufen natürlich auch mal durch. Diese extrem flachen Witze kann man sich dann natürlich auch mal reinziehen. Ja, wenn es gefällt. Manchmal sind sie so flach, dass man schon wirklich drüber lachen muss. Ja, das ist soweit das Grobe, was man hier so machen kann. Was ich noch herausgefunden habe, ist, dass man sich noch mehr, ich sag mal, Tasten freischalten kann, wenn man in den Barrieremodus geht. Das ist sozusagen dann der Geheimtipp. Ups. Und zwar die Alexa-Tab-Steuerung. Wenn man die noch aktiviert, dann taucht hier unten nämlich dieses kleine Bildchen auf. Und das ist wirklich glorreich, ist, wenn man nicht alles per Sprache machen will, kann man hier draufklicken. Kurze Frage, taucht eine Tastatur auf, kann man Frage stellen. Timer muss man dann nicht sagen. Wecker ist auch gleich da. Die Einkaufsliste kommt man auch drauf, weil ansonsten müsste ich es immer alles per Sprache machen. Die Einkaufsliste kann ich nämlich nicht anders aufrufen als über die Sprache oder halt eben über dieses Menü. Filme, Sport, da ist auch noch mal der Witz dabei. Die kann ich auch verändern, wenn ich will, oder ich kann eine neue Kachel anlegen mit einer dementsprechenden Routine dahinter oder einer Frage oder sonst irgendwas. Schauen wir uns mal an. Dann heißt sie Alexa, Komma und so weiter. Und dann kann ich halt eintippen, was ich will. Und da dementsprechend dann halt auch zum Beispiel eine Routine aufrufen. Also das ist, finde ich, sehr nett. Vor allem der Stopp-Button. Das Problem ist, wenn ich eine Musik wiedergebe und dann in den Startmodus, also in den Startbildschirm zurückgehe, kriege ich die jetzt ohne was zu sagen nicht mehr aus. Also ich kann nicht irgendwo Stopp drücken. Und manchmal ist es auch mit dem Beenden ziemlich schwierig. Da finde ich es ganz nett, weil dann kann man hier aufs Knöpfchen drücken. Und drückt ihr Stopp und das war's. Und dann hört er auch tatsächlich auf. Also, das ist der Geheimtipp für die, die nicht immer alles sagen wollen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ruhig ein Abo da oder ein Gefällt mir. In den nächsten Videos kommen dann auch mal die tieferen Sachen noch, vielleicht noch mal ein bisschen, wie man so die tieferen Einstellungen noch mal begeht. Dann bis zum nächsten Mal.